Das ist die Kulturfabrik Hoyerswerda, kurz KOFA. Sie ist das soziokulturelle Zentrum in der Region und damit Anlaufstelle Nummer 1 für kulturell interessierte Personen. Hier arbeiten unter anderem auch die Praktikanten Robert und Tom. Das heißt, dass sie dort ehrenamtlich tätig sind. Heute geben sie euch einen kleinen Einblick in die vielen Facetten ihres Arbeitsalltages. Wer sich über das muntere Treiben in der KOFA informieren möchte, landet in der Regel beim Empfangstresen. Hier stehen die beiden regelmäßig Rede und Antwort für Anfragen aller Art. Kulturfabrik Hoyerswerda, Praktikant Heinstein, guten Tag. Egal, ob man eine Veranstaltung besuchen oder ins Leben rufen möchte oder einfach nur Interesse an einem Workshop zeigt, hier wird einem geholfen. Das hier ist der Uwe. Der Uwe ist Geschäftsführer der KOFA. Also, mein Name ist Uwe Brocksch, ich bin der Geschäftsführer von dem Verein Kulturfabrik e.V., welcher ja gleichzeitig sozusagen der Betreiber dieses Bürgerzentrums Bauweise 1 ist. Seit wann gibt es die KOFA? Die KOFA selber gibt es als Verein seit 1994, also über 25 Jahre. Und das Bürgerzentrum eigentlich jetzt seit 5 Jahren und seitdem sind wir auch hier drin. Was ist euer Konzept? Naja, wir verstehen uns ja als soziokulturelles Zentrum, was so viel bedeutet, dass wir versuchen, für alle möglichen Ziel- und Altersgruppen Angebote zu unterbreiten. Das heißt also so ein generationsübergreifender Ansatz bei vielen Veranstaltungen oder Projekten. Und gleichzeitig ist uns wichtig, dass die Leute hier sozusagen Kultur konsumieren können, aber auch gleichzeitig selber welche herstellen können. Und was so ein Zentrum noch ausmacht, ist einfach die Spartenbreite. Also bei uns geht es von Film über bildender Kunst bis zur Musik, bis zum Theaterspiel. Also eigentlich sämtliche Sparten sind hier vertreten in so einem Haus. Und der vierte große Schwerpunkt ist sozusagen die Bereitstellung der Infrastruktur, also Personal, das Know-how, der Räumlichkeiten für Drittnutzer. Inwiefern ist die KOFA eine Bereicherung für die Region? Das muss die Region sagen. Also ich glaube, wir sind schon eine Bereicherung. Wir haben ja über 40.000 Besucher und Nutzer im Jahr. Und insofern strahlt das schon ganz schön aus, was wir hier machen, glaube ich. Wir machen in bestimmten Bereichen Angebote, die wirklich, wo wir damit sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Also ich sage zum Beispiel Programmkino, die Auswahl der Filme, die hier gezeigt werden. Das gibt es wirklich im weiten Umland nicht zu sehen. Und insofern kommen die Leute auch gefahren von Spremberg, Senftenberg, Kamenz, Bernsdorf, Lauter. Also man strahlt auch sehr in die Region aus, sage ich mal, mit den Veranstaltungen, gerade jetzt auch Konzerte und solche Geschichten. Also ich denke, dass wir da ein wichtiger Baustein, sage ich mal, in der gesamtkulturellen Angebotspalette in dieser Gegend darstellen. Für wen ist die KOFA da? Ja, na, die KOFA ist natürlich sehr breit aufgestellt mit dem, was wir machen. Also wir machen ja sehr viel im Kinder- und Jugendbereich, Projektarbeit und sowas. Also damit erreichen wir schon mal sehr viel Kinder und Jugendliche über Projektarbeit eben, zum Beispiel über Kitas oder über die Schulen. Die Veranstaltungsschiene, die richtet sich vorrangig an erwachsene Menschen. Das hat sich einfach so ergeben, weil der Verein selber mitgealtert ist im Laufe der Jahre und insofern finden die Konzerte, Kabarett, Theater, Jazz und solche Geschichten eben für diese Zielgruppe statt. Natürlich sind immer wieder auch junge Leute dabei, die sich halt dafür interessieren und die dann auch gerne gesehen sind. Ja, ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass wir auch als Vermieter auftreten, ist ja ein ganz breites Spektrum an Leuten in dem Haus, die die Räume mitnutzen und dadurch eben die verschiedensten Zielgruppen ansprechen. Es fängt an bei Asylbewerbern, bei einem Begegnungscafé, es geht weiter über Musikschule Bischof, die hier seine Konzerte macht, oder People's on Stage vom Lessing-Gymnasium, die hier eine Tourismusbörse machen oder sowas. Also es ist wirklich ganz breit gefächert. In welchen Bereichen kann man hier als Praktikant arbeiten? Also gibt es einige Möglichkeiten, glaube ich. Also es hängt nur ein bisschen von den Wünschen ab, die man so hat, was man so machen möchte oder was die Schule auch vorgibt. Ne? Also sag ich mal, im sozialen Bereich oder im erzieherischen Bereich ist es natürlich möglich, in der Kinder- und Jugendarbeit ein Praktikum zu machen. Es gäbe die Variante, wenn man, sag ich mal, später mal irgendwas in Richtung Medienarbeit machen will, zum Beispiel in der Medienwerkstatt ein Praktikum zu machen. Man könnte Veranstaltungsmanagement ein Praktikum machen. Also das ist ziemlich breit gefächert, was hier möglich wäre. Kannst du uns eine kurze Übersicht über die Angebote der KOFA geben? Na gut, das habe ich ja schon kurz mit skizziert. Das ist natürlich sehr umfangreich. Ich sage mal, es sind so 4, 5 Hauptgeschäftsfelder, in denen wir unterwegs sind. Das eine ist natürlich die Veranstaltung. Da ist es eben Konzerte, Theater, Kabarett, diese ganzen Reihen, die wir hier haben.
dazu ist gekommen, dadurch, dass wir jetzt diese Kneipe hier haben, dass wir hier auch viele Formate hier drinnen machen, wie den Kneipenquiz, die Afterwork-Lounge und solche Geschichten, die also das Haus nochmal zusätzlich bereichert haben oder die Angebotspalette. Es gibt Projekte, die wir machen, die sind sehr umfangreich und größer und so das Salz in der Suppe, sage ich mal. Da ist in diesem Jahr zum Beispiel der Stadtteil Anker, diese Bürgerwiesen, die wir hier in Hoyerswerda ins Leben gerufen haben, dazu gehört das Braugassentheater, was wir eigentlich jährlich machen, der große Kunstmarkt, der in diesem Jahr wieder dran ist. Da gibt es also unglaublich viele Projekte, die sich auch häufig mit der Stadtentwicklung und der Stadt, den demografischen Wandel in dieser Stadt beschäftigt haben. Also da gehört auch das Tanzprojekt dazu oder so. Ne? Also das sind große Projekte, für die wir auch ganz paar schöne Auszeichnungen schon bekommen haben, wo wir auch stolz drauf sind. Dann ist die ganze der Kurs und Kreativbereich sozusagen, der ein Schwerpunkt ist, wo wir um die 20 Angebote in der Woche haben, vom Kindermalkurs, Keramik über Trommeln bis hin zu den Angeboten im Bandproberaum. In der Medienwerkstatt wird was gemacht, die Theatergruppen gibt es, den Bürgerchor gibt es, wo man mitmachen kann, die Tanzcompany, also das sind so viele Geschichten, Puppenspiel AG, also alles Mögliche in dem Bereich. Dann ist die Film- und Medienarbeit, da haben wir die Medienwerkstatt, wo sehr viel passiert, wo Filme hergestellt werden, wo Projekte gemacht werden. Und dann natürlich das Programm Kino Blow Up, was wir fünfmal die Woche haben, wo also wirklich Filme gezeigt werden, die nicht im normalen großen Kino laufen, sondern die, sag ich mal, einen anderen Anspruch haben oder die einfach mehr die Breite der ganzen Filmproduktion ein bisschen abdecken wollen, die auch das deutsche Kino berücksichtigen, Dokumentarfilme. Da gibt es auch mal wieder Filmgespräche und solche Geschichten. Das ist ganz spannend, was da angeboten wird. Was habe ich jetzt vergessen? Die Gastronomie selber, die haben wir auch betreiben, ist auch ein wichtiges Standbein, die also durch eine regelmäßige Öffnungszeit sozusagen zusätzlich nochmal Besucher und Gäste anzieht. Naja, und das andere wäre, wie schon vorhin angedeutet, die Vermietung der Infrastruktur an ungefähr 70, 80 Partner, die das also im Jahr mitnutzen. Was bedeutet dir die KOFA bzw. die kulturelle Arbeit? Naja, das ist halt so Lebensmittel, ne? Also ich finde, Kultur ist extrem systemrelevant. Also ist schon sehr wichtig, dass es das gibt, dass man die Möglichkeiten hat, sich da weiter zu entfalten, sei es durch selber aktiv werden, also in diesen ganzen Arbeitsgruppen oder in seine eigene Kreativität auszuleben oder sei es durch Bereicherung an Ideen und an Gedanken, die halt Künstler haben, die mit ihren Werken, mit Musik, mit bildender Kunst, also die Galerie zum Beispiel, die wir hier haben, oder im Theaterspiel oder im Film halt rüberbringen und dass man dadurch ja, sich nicht nur unterhält, sondern auch bereichert werden kann. Und da denke ich, hat Kultur eine ganz wichtige Lebensaufgabe in der Bildung, im Engagement, was sich daraus entwickeln kann für den Einzelnen und somit für die gesamte Gesellschaft. Dankeschön. Bitteschön. Im oberen Stockwerk befindet sich der Kreativraum. Wie der Name vermuten lässt, werden hier künstlerische Ideen umgesetzt. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Von Ton über Farbe und Leinwand bis hin zu Arbeiten mit Stoff bietet die KOFA ein breites Angebot für angehende Künstler. Immer donnerstags betreuen die Praktikanten das Projekt Kulturkiste, ein Nachmittagsangebot für kreative Grundschüler. Aber auch zwischen den Kursen herrscht hier keine Ruhe, denn für die umfangreichen Theaterprojekte werden regelmäßig Requisiten gefertigt oder instand gehalten. Direkt nebenan gelangt man ins Herzstück der KOFA, dem Ballsaal. Hier treten regelmäßig Künstler aus allen Bereichen auf, aber auch Kindergartenkinder und Schüler findet man im Scheinwerferlicht. Hinter der Bühne treffen wir wieder auf Tom und Robert, die dort aktiv das Technikteam unterstützen und sich um das Bühnenbild kümmern. Kulinarische Belange können im hauseigenen Café besänftigt werden. Selbstverständlich kann aber auch dieser Raum jederzeit umgestaltet und angepasst werden, sodass hier regelmäßig Meetings und Präsentationen stattfinden können. In der Medienwerkstatt werden Geschichten auf Film gebannt. Unter der Betreuung von Filmregisseur Dirk werden junge Leute an die Geschehnisse vor und hinter der Kamera herangeführt. So entstehen in mühevoller Kleinarbeit eine bunte Vielzahl an Filmen. Unter dem Dach der KOFA gelangt man auf den Theaterboden. In den vielen Schränken links und rechts werden ganz viele Requisiten und Kostüme gelagert, die für alle möglichen Stücke benötigt werden. Solange es noch nicht auf die große Bühne geht, werden hier die Stücke sorgfältig geprobt. Haupteinsatzort bleibt aber der Bürobereich.
Im Büro werden angehende Projekte geplant und besprochen und je nach Aufwand dieser sieht es hier auch entsprechend aus. Hier finden wir auch Ina, die schwer arbeitende Chefin der beiden. Mein Name ist Ina Züchner. Ich bin in der Kulturfabrik als Projektmanagerin für kulturelle Kinder- und Jugendbildung zuständig. Und seit 2017 ist das hier mein Arbeitsplatz. Was bietet ein Praktikum bei dir? Also ich denke, das Besondere an einem Praktikum in der Kulturfabrik ist, dass man ganz viele verschiedene Bereiche kennenlernt und mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen zusammenarbeiten kann. Also man kann angefangen von Krippenkindern über Kindergartenkinder, Grundschulkinder bis zu den Gymnasiasten der Schule zusammenarbeiten, hat aber auch mit Senioren zum Beispiel in der Theatergruppe zu tun. Was sollte man können, wenn man bei dir ein Praktikum macht? Ich denke, dass jeder besondere Kenntnisse und Fähigkeiten hat, die er hier einbringen kann. Die versuchen wir dann natürlich bestmöglich zu nutzen. Auf jeden Fall sollte man offen sein, tolerant gegenüber anderen Menschen, anderen Altersgruppen. Man sollte neugierig sein, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und man sollte auch ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein haben, um auch mal Projekte oder Sachen einzeln durchzuziehen. Hoffentlich habt ihr einen tollen Einblick hinter die Kulissen erhalten und vielleicht wurde bei dem einen oder anderen Zuschauer das Interesse geweckt, selbst das Abenteuerpraktikum in der Kulturfabrik Hoyerswerda bestreiten zu wollen. Monty Python, Flying Circus, das Streitgespräch. Ein Empfangstisch in einer Art Büro. Empfangsdame. Ja, Sir. Ich hätte gerne ein Streitgespräch. Gern, Sir. Waren Sie schon mal hier? Nein, es ist das erste Mal. Aha. Möchten Sie das Kompakt-Streitgespräch oder dachten Sie an einen Kurs? Tja, was kostet das denn so? 1 Pfund für ein 5-Minuten-Streitgespräch, aber nur 8 Pfund für einen 10er-Kurs. Ja, also am besten fange ich mit einem an und guck mal, wie sich das dann weiterentwickelt, ja? Ja, fein. Ich sehe mal, wer gerade frei ist. Ah, Mr. Dubeki ist frei. Aber der ist ein bisschen versöhnlich. Ja, versuchen Sie es bei Mr. Barnard, Zimmer 12. Danke. Der Mann geht einen Flur hinunter, öffnet Tür 12. Ein Mann sitzt am Schreibtisch. Was willst du? Naja, mir wurde draußen gesagt, komm mir nicht damit, du rotznäsiger Haufen Papageiendreck. Was? Halt die verdammte Fresse, du Sack. Ich muss kotzen, wenn ich einen wie dich zu sehen kriege. Du hohler, eingebildeter, stinkender Perversling. Na, hören Sie mal, ich wollte ein Streitgespräch. Ach so, das tut mir leid. Hier ist Beleidigung. Ah, ich verstehe. Das erklärt alles. Ah ja, Sie müssen ins Zimmer 12a nebenan. Ach so, na dann Entschuldigung. Macht nichts, blöder Arsch. Vorzimmer 12a, der Mann klopft an die Tür. Mr. Vibrating, von drinnen. Herein! Der Mann betritt das Zimmer. Mr. Vibrating sitzt am Schreibtisch. Bin ich hier richtig für ein Streitgespräch? Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt. Nein, haben Sie nicht. Doch habe ich. Wann? Gerade eben. Nein, haben Sie nicht. Doch habe ich. Haben Sie nicht? Habe ich doch. Haben Sie nicht? Doch, ich schwöre es Ihnen. Haben Sie nicht? Entschuldigen Sie, ist es ein 5-Minuten-Streitgespräch oder die volle halbe Stunde? Nur 5 Minuten. Ja, schön. Moment. Danke. Aber ich hab's gesagt. Aber ganz sicher nicht. Lassen Sie uns eins ganz klarstellen. Ich habe es Ihnen mit absoluter Sicherheit gesagt. Haben Sie nicht? Hab ich doch. Haben Sie nicht? Hab ich doch. Nein, doch. Nein, doch. Hören Sie, das ist kein Streitgespräch. Ist es doch? Nein, ist es nicht. Das ist bloß Widersprechen. Ist es nicht? Ist es wohl? Ist es nicht? Ist es wohl? Sie widersprechen mir bloß. Tu ich nicht? Oh doch. Nein, 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 nein. Doch, da, schon wieder. Nein, Unsinn. Also hören Sie das doch albern. Nein, ist es nicht. Ich wollte hier ein richtiges Streitgespräch führen. Nein, wollten Sie nicht. Sie wollten ein Streitgespräch führen. Naja, aber ein Streitgespräch ist nicht dasselbe wie widersprechen. Mitunter? Nichts mitunter. Ein Streitgespräch ist eine zusammenhängende Folge von Argumenten zur Darlegung eines klar umrissenen Standpunkts. Nein, ist es nicht. Es ist doch und nicht bloß widersprechen. Sehen Sie mal, wenn ich mit Ihnen streite, muss ich eine Gegenposition einnehmen. Aber doch nicht immer nur Nein, ist es nicht sagen. Doch, Nein ist es nicht. Ein Streitgespräch ist ein intellektueller Prozess. Widersprechen ist nur automatische Gegenreden.
gegen alles, was der andere sagt. Nein, ist es nicht. Es ist doch überhaupt nicht. Jetzt hören Sie mal. Danke, guten Tag. Was? Das war's, guten Tag. Aber es wurde gerade interessant. Tut mir leid, die 5 Minuten sind um. Aber das waren niemals 5 Minuten, jetzt eben gerade hier. Ich fürchte schon. Nein, waren es nicht. Tut mir leid, ich darf mich nicht mehr mit Ihnen streiten. Was? Wenn Sie sich weiter mit mir streiten wollen, müssen Sie für weitere 5 Minuten bezahlen. Aber das waren eben niemals 5 Minuten. Ach, kommen Sie. Hallo. Ach, das ist doch lächerlich. Es tut mir sehr leid, aber ich sagte Ihnen schon, dass ich nicht weiter streiten darf, solange Sie nicht bezahlt haben. Ja, also gut. Ja, hier bitte, bezahle ich eben. Danke. Und? Was und? Das waren niemals 5 Minuten eben. Ich sagte schon, dass ich nicht weiter streiten darf, solange Sie nicht bezahlt haben. Ich habe aber gerade bezahlt. Haben Sie nicht? Doch, doch. Nein, nein, haben Sie nicht. Hören Sie, darüber will ich nicht mit Ihnen streiten. Tut mir sehr leid, aber Sie haben nicht bezahlt. Aha. Haha. Wenn ich nicht bezahlt habe, warum streiten Sie dann? Ich habe Sie, ich habe Sie. Haben Sie nicht? Habe ich doch. Wenn Sie mit mir streiten, muss ich bezahlt haben. Nicht unbedingt. Ich könnte mich auch in meiner Freizeit streiten. Oh, mir reicht's. Tut es nicht. Ach, hören Sie doch auf. Wo ist die Tür für Beschwerden? Ich möchte mich beschweren. Das kostet aber extra.